sagen. Ah, lag jetzt richtig. Wie viel Glühwein hast du? 2,5. Gut, dann können wir noch ein seriöses Interview machen miteinander. Können wir ja immer. Jetzt ein Rackverschissel da, hast du mich verdonnert. Ist aber eigentlich noch lustig, so als Sandkasteller Gümmerler da rum. Ich kann einfach nicht mögen. Hast du ein bisschen Pfupf noch gehabt? Sehr, ja. Ich habe am Anfang das Feld angeführt. Hast du nicht mitbekommen? Ich war einfach der Erste, der von hinten kam, ist in der zweiten Gruppe. Also der Erste, der an mir vorbei ist, ja, wo wir dann ja, quasi... Ja. Ah, du bist etwa viermal gekommen, das habe ich gemerkt. Ja. Also nein, ich merke es wenigstens, wenn du viermal kommst, nicht wie die Frau. Hey, du nicht so Zeug, Mann. Du kannst gar nicht mal anfangen. Ich kann nicht... Das ist simpel, oder? Nein, das ist jetzt einfach so. Und man ist ja gleich so hin, dann mag man vielleicht nicht mehr so... Jetzt müssen wir gleich noch darauf sprechen. Jetzt sind ja so Gerüchte umgegangen, dass nächstes Jahr ein neues Team gibt. Mhm. Oder das gleiche Team. Kannst du jetzt schon sagen, ein bisschen mehr? Also weißt du so, wer, mit wem, wer den Batzen gibt, was für Velo das erfahren? Also, was ich sagen kann, ist, dass wir wieder ein Team haben nächstes Jahr, dass ich eine Firma gegründet habe und selber Sponsoren gesucht habe eigentlich. Und Pflückiger, das macht nichts. Nein, eben der eine Pflückiger, ja, der ist auch dabei. Der Gross nicht, der Kleine ist wieder dabei. Hey. Die Alessandra Keller ist dabei. Es ist nochmal eine Schweizer Fahrerin dabei, ganz eine gute. Kannst du nicht sagen, wer? Ja, kann ich schon, aber... Ja. Komm, wir wissen es ja alle. Aha, also, Katrin Stirnemann. Genau. Ist doch gut. Ja, das ist der Wahnsinn. Also, aha, ja, weil ich, gut, eben, ja. Und am 1. Januar wird bekannt gegeben, wer es ist. Wir sind bis am 31. Dezember bin ich sowieso noch für Stöckli tätig. Und der Matt fährt vielleicht noch ein bisschen querrennen. Für Stöckli auch? Ja, sicher. Und ja, und am 1. Januar haben wir das offiziell bekannt gegeben. Es ist zu viel darüber geredet, wenn das Stöckli aufhört mit dem Geschichtli. Weißt du, so, Olympia ist vorbei, pfff. Sponsoren ziehen sich zurück, ist überall so ein bisschen, ist nicht nur im Biken so, ist auch auf der Straße ist momentan so ein bisschen so eine komische Stimmung. Wieso? Gut, ich meine, ja, wir können froh sein, wenn Firmen in unseren Sport investieren und wir das können leben, unseren Lifestyle können leben. Und für mich ist, ja, ist das, nach Olympia ist es immer schwierig gewesen für alle Sportler. Und da gibt es immer... So, dass sich einige Firmen überlegen, in welche Richtung das geht. Sollen wir noch ein Team machen, sollen wir nicht. Merida hat auch gesagt, sie gehen raus, kommen wahrscheinlich wieder in 1-2 Jahren. Und ja, das ist jetzt einfach mal so ein Reset in der Szene. Und man darf nicht vergessen, wir haben in der Schweiz so viele Profi wie noch nie. Also vor 10 Jahren haben wir nicht 10 Schweizer Mountainbike-Profi gehabt und 5 Schweizer Frauen, die Mountainbike-Profi sind. Und ja, das ist halt einfach so, da liegt in der Natur, da gibt es ein paar, die dann vielleicht mal ein bisschen kürzer treten, ein bisschen weniger haben. Und ja, ist jetzt vielleicht der Moment, der so ist und ich hoffe, oder ich bin auch zuversichtlich, dass es auf nächstes Jahr wieder anders wird sein. Also siehst du es gar nicht so schlimm, dass da irgendwie so Katerstimmung aufkommt, dass ja, und ein bisschen ein Gejammer und so? Ja, das ist ein Gejammer auf höherem Niveau. Ja. Also klar, eben, es gibt einige, die haben sehr gute Verträge gehabt. Und haben jetzt wirklich müssen zurückstecken. Und dann muss man halt Leistung bringen, wie den Nino, oder wie Jolanda, oder wie Alessandra, oder wie der Lars, oder wie der Matt. Und dann kommt man auch wieder einen Vertrag über. Aber ich meine, im Ausland haben sie die Fahrer nicht einfacher. Und wir haben in der Schweiz haben wir Scott, wir haben BMC, wir haben jetzt unser Team. Und wir haben eigentlich, im Gegensatz zum Ausland, haben wir sehr viele Mountainbike-Profi-Teams. Dürfen wir uns glücklich schätzen? Wir haben ja nicht nur gute Teams, sondern wir haben ja auch gute Fahrer. Danke vielmals für die News! Danke, dass ihr gekommen seid. Und dann, ja, unser Nachtquer. Ich habe immer gemeint, es sei ein Nachtquer und darum bin ich eben gekommen. Ja, das glaube ich, dass du das gemeint hast.